Gab es dann so eine Umfrage, ist Elio die freiwillige Frustration des streamenden Persona zu spielen? Nein, es gab dazu keine Umfrage. Ende Oktober hieß es, du bei der Cam sei zu klein. Ich habe bei der Cam dann größer gemacht, weil war ja nur für das Halloween-Layout, weil da kann ich die Cam leider nicht verschieben. Die ist halt fest. Und das heißt, ich muss mein Bild in das feste, vorgefertigte reinsetzen. Hier ist die Cam so, dass ich sie auch verschieben kann. Und dann habe ich sie halt wieder auf die Normalgröße gemacht, wie ich sie sonst immer hatte. Und das ist diese Größe. Weil größer finde ich doof. Deswegen. Ich find's gut so. Das war ich vor 2 Jahren das letzte Mal online. Also ich hatte auch bei ESO eine relativ lange Pause. Aber das ist immer so, ein Jahr spiele ich's, dann ein halbes Jahr nicht, dann spiele ich wieder ein Jahr lang, dann ein halbes Jahr wieder nicht, dann spiele ich wieder 2-3 Monate, dann spiele ich wieder nicht. Das ist ganz komisch bei mir und ESO. Ich versuche es ja diesmal durchzuziehen. Aber Main MMO bleibt trotzdem noch FF. Nee. Die Tatrio. Wenn man kämpfen will, ist ein Kämpfer wird gefordert. Oh, Masuna. Ja, das hat echt gefehlt. Ich denke, sie genug ging mir mehr um die Optik. Also, sieht gut aus. Denke ich. Hoch. Ich finde es halt cool, dass es halt so farblich gut abgegrenzt ist. Das gefällt mir halt richtig, richtig gut. Man merkt, ich habe den Beruf gelernt. Ja. Erstmal aufgeben, ein bisschen pennen. Bis vielleicht später. Ah, alles klar, Niklas. Ich bin auf jeden Fall so ein bisschen da. Bin mal gespannt, wie viel ich heute schaffe. In ESO wahrscheinlich nichts. Mal wieder. Wobei doch, wir kommen ins nächste Gebiet. Bin hier, glaube ich, bei der letzten Quest jetzt. Wenn ich mich ans letzte Mal, nein, erinnere. Ich bin gerade schon wieder zu blöd, die Tagebuch zu öffnen. Ja, das eine ist das und das andere ist das, okay. Nein, nein, full, nein, kein 12-Stunden-Stream heute. Ich hatte den gestern. Gestern hatten wir aus Versehen einen 12,5-Stunden-Stream. Nein, heute nicht nochmal. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, dann penne ich vor der Cam ein. Ich glaube, dann liege ich hier nur noch und ihr hört mich nur noch schnarchen. Oder nee, schnarchen tue ich in der Regel nicht. Laut Frisches. Aber ich glaube, dann liege ich hier einfach nur noch im Koma. Könnt ihr mich komplett vergessen, den restlichen Stream über. Sagt er. Ja, ich kann es leider nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich schnarche. Er sagt, ich schnarche nicht. Er sagt, ich atme noch nicht mal im Schlaf. Ohne Witz, als ich das erste Mal mit Frisches im Urlaub gewesen bin, hat er sich über mich gebeugt, um zu gucken, ob ich noch atme. Er dachte, ich wäre verstorben in der Nacht. Weil mein Brustkopf sich nicht bewegt hat. Ich habe keinen Ton von mir gegeben. Man hat mich nicht atmen hören. Ich weiß nicht. Ich bin scheintot, wenn ich schlafe. Ich krieg das nicht mit. Ich weiß das nicht. Avi! Avi mit Plüsch oder ohne Plüsch? Ich habe beides in Auswahl. Dass er sagt, du schleichst dich. Was er meint, Schatz, ich liebe dich und ich bin froh, dass ich mehr schnarche als du. Es kann auch sein, Masuna. Aber ich glaube, so ist Frisches nicht. Beides. Beides ist schlecht. Beides ist ein bisschen, Was? Ich. Entweder oder Avi. Okay. Eigentlich brauche ich die Frage bald gar nicht mehr stellen. Wir bleiben bald einfach bei Plüsch. Jede Minute wechseln. Bist du irre? Ja, also, ja, bist du, aber. Was? Bist du irre? Problem gelöst. Halbe Stunde so, halbe Stunde so. Das könnten wir machen. Muss mir nur jemand daran erinnern, dass ich wechsle.
Die Frage war rhetorisch, oder ja. War sie, Matsuna, war sie. Ich bin stinksauer. Abi, wie geht's dir? Alles gut? Da ist auch noch... Ach nee, das ist doch mit dem Tagebuch. Oh, hallo. Sprecht bitte mit Schamane Sumpfschwarte, wenn ihr Fragen habt. Gut. Ich kenne euch nicht. Ja, er kann viel zu tun. Alles klar, Matsuna. Dann schön, dass du reingeschaut hast. Ich kenne mit, ich bin stinksauer begrüßt. Ja, ne? Ja gut, muss man sich bei den Orks dran gewöhnen, glaube ich. Also mir geht's soweit ganz gut, Avi. Sehr müde. Hab die Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Weil ich bis 3 Uhr morgens gestreamt habe. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das kam halt so. Da ist so ein bisschen was mit passiert. War ein sehr langer Morgen. Aber ich lebe. Eieiei. Ich habe dieses Tagebuch in einem Banditenlager gefunden. Es erwähnte euch mit Namen. Was? Wissen, achso, doch. Mich? Stand ja drin. Lasst mich einmal sehen. Bei Malakatz Oreichalkos Speer. Das Feuer war kein Unfall. Niemand schöpfte Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Beide waren als schwere Trinkerinnen bekannt. Mit Schwangerschaften. Irgendwann kommt es. Einfach nicht mit einer Laterne aufgepasst. Die Weiber des Häuptlings hatten einen Ruf als Intrigantinnen. In der Tat. Ich wollte es nie so leicht glauben, aber... In der Tat. Wenn es da nun geschrieben steht... Hm. Kein Kommentar, aber ja. Werdet ihr es dem Häuptling sagen? Der Verlust der anderen Weiber meines Mannes ist eine Tragödie, die sich erst unlängst abgespielt hat. Es tut unserem Dorf nicht gut, wenn man ihren Namen in den Dreck zieht. Okay, die Orks haben Harem. Bitte erzählt niemandem, was ihr herausgefunden habt. Okay, die Orkmänner haben also mehrere Frauen. Sagen, wenn er dafür bereit ist. Okay. Ja gut. Lassen wir so stehen. Klagst du jetzt mal, ich würde jetzt beide sogar rein logisch richtig. Ja. In der Tat. Das kann ich noch nicht mal abstreiten. Hat die Verstopfung? In dem Haar bin ich ja auch. Ah, okay, Abi. Ja, schön. Nice. Erstmal die Textur nachladen müssen. Ich werde den Umschlag sofort fertigstellen. Wartet. Wer seid ihr? Also mit ein bisschen Glück kommen wir heute ins nächste Gebiet. Mit ein bisschen Glück. Wenn ich mich ein bisschen beeile. Ich habe gehört, ihr bräuchtet Hilfe wegen eines Fluchs. Fluch? Nein, nein. Mein Blut ist leuchtend. Kann ich gleich nachgucken, Fuddel. Ork, aber manchmal sind diese Leute ich glaube 33. Es ist eindeutig ich meine 33. Es seltsam ist, wie es so viele treffen konnte. Warum fragt ihr? Irgendwas zwischen 30 und 40. Sherlock meinte, ihr benötigt Hilfe. Ihr, dann nehmt diese Liste. Alle, die krank wurden, hatten 3 Gemeinsamkeiten. Alter, was du da? Aus demselben Topf gekocht. Wolltest du die arbeiten? Tranken Wasser aus demselben Brunnen und trugen Kleidung, die im gleichen Fluss gewaschen worden ist. Bringt von jedem eine Probe. Wir werden die Ursache der Vergiftung finden. Seid ihr sicher, dass es Gift ist? Ich kenne mich mit Krankheiten, Knochenbrüchen und Seuchen aus. Das ist zweifelsohne Gift. Die Symptome ähneln stark denen, wenn man von einer der Spinnen in unserer Zinnmine gebissen wird. Ja, Bin dankbar, dass niemand gestorben ist. Aber es ist schon alles verdammt lästig. Die Angriffe der Banditen sind erbarmungslos. Denkt ihr, dass die Banditen euer Dorf vergiftet haben? Ich werde nichts Genaues wissen, bis ich diese Proben bekomme. Okay. 33. Kurz vor der 34. Also, ich hatte sogar recht. Ich hab's mir mal gemerkt, welches Level ich hab. Gut, also sie leiden nicht an Verstopfung, aber sind vergiftet. Kommt fast auf selbe hinaus. Um 55 oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es früher mehr Level als 50 gab. Ich glaube, jetzt gibt's nur noch 50. Danach kannst du diesen Champions-Rang machen, glaube ich. Dann gibt's mittlerweile ja diesen Champions-Rang. Und der steigert sich dann. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder das so hinzugefügt wurde. Aber... Ja.
mittlerweile 50 wächst und dann, wie gesagt, steigert sich halt dieser Rang. Wenn ich mich nicht komplett irre. Nein. 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 I hate it. Nein, tue ich nicht, aber... Oh, dein Ernst? Das sind knapp 2 Jahre nicht mehr drin. Ja, also ich weiß halt nicht mehr, wie es früher war. Ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen, ich erinnere mich nicht mehr. Ich spiele ja rein theoretisch. Seit Morrowind. Rein theoretisch. Wenn ich mal durchgezogen hätte. Habe ich aber nie. Deswegen, ich kann es leider auch nicht sagen. Ich bin froh, wenn ich so halbwegs klarkomme. Das meiste weiß ich durch Darky, wenn Darky dann da ist. Also, gut, ist er ja meistens. So 99%. Und ich glaube, ohne Darky wäre ich verdammt aufgeschmissen in diesem Spiel. Also, ja. Ich bin kein Pro. Wer hier professionelles Gameplay mit ESO haben will, der ist hier falsch. Gut, bei FF14 auch. Aber, nein, eigentlich bei allen Spielen. Final Fantasy 1! Da kann ich doch mitreden. Das kriege ich doch hin. Ich glaube auch das einzige Game, wo ich einen Speedrun hinlegen könnte, wenn ich wollte. Wenn du was ordentlich durchziehst, kannst du nichts mehr durchziehen. Naja. Ja, ich. Nee, was wunder aus. Alles auf der Liste eingesammelt. Müde, lass dich. Hier sind die Proben. Gut. Das sollte nur ein paar Augenblicke dauern. Einfach doch. Die Kleidung ist in Ordnung. Das Gift befand sich nicht im Fluss. Doch, einfach doch. Kann ich dir ganz. Das Fleisch morgen ist zwar so abziehen. Völlig verkocht, aber nicht giftig. Wenn es nicht am Brunnenwasser liegt, müssen wir das nochmal überdenken. Du grad, ja, komm. Weil du es bist, trinke ich für dich auch nochmal. Riecht dir das? Das ist es. Du willst nur, dass ich wieder aufs Klo renne. Erst bei den Aufwachschluck. Dann bräuchte ich Energy. Ich habe aber nur noch eins. Ich weiß genau, welches Gift es ist. Welches Gift ist das? Spinnengift. Genug, um jemanden kampfunfähig zu machen, aber zu wenig, um jemanden zu töten. Seltsam. Für das Vermischen mit Wasser auf diese Art bräuchte man eine Vielzahl an alchemistischen Zutaten, um das Gift korrekt zu verdünnen. Wollt ihr damit sagen, dass es kein Unfall war? Das war ich geplant. Ich sage nur, dass das seltsam ist und mehr nicht. Aber im Moment ist nur das kann ich noch 98 Mal dich trinken lassen. Ja, theoretisch könntest du. Für die Spinnen, die unsere Zinnmine praktisch, befallen, ich habe nicht mehr so viel zu trinken. Ich muss dann auf Leitungswasser irgendwann umsteigen. Sagen wir so, ich bin zu voll zum Einkaufen. Rein theoretisch müsste ich tatsächlich einkaufen gehen, aber ich will nicht. Ich stand Leitung runter, los geht's. Ich müsste, glaube ich, rein theoretisch müsste ich einfach nur die Leitung da hinten öffnen im anderen Kellerraum. Aber Problem wäre dann das Rohr. Wie ich das Rohr da wegkriege, so dass das Wasser dann. Das ist problematischer. Nee. Wir einigen uns lieber darauf, weniger trinken. Oder ich mache kleinere Schlucke. Das geht auch. Die könnten wir auch machen. Ich könnte auch noch Aquariumswasser trinken. Ich habe nur das Aquarium hinter mir stehen. Aber ich will den Fischen nicht alles wegtrinken. Ich kann euch das Gift besorgen. Sucht nach den Brutmuttern. Boah, ich muss Giftbeutel enthalten eine Menge das Gift. So ist das Problem. Und sie sind zäh genug, um nicht gleich aufzupassen, wenn man diese ekligen Kreaturen zermalmt. Sie hassen Licht. Oh. Daher werdet ihr im tiefsten Teil der Mine Licht, nach ihnen suchen Luft, müssen. Lasagne. Ja, so eine schöne Lasagne. Und er will sich, ich habe vor 2 Stunden gegessen und ich habe schon wieder Hunger. Was? Oh, jetzt muss ich Spinnen töten. Ja, so Spinnen.
Bar, wenn ich da schon sehe. Die mit ihren fetten Ärschen. Oh, die fallen doch bestimmt auch wieder von der Decke. Ja, und ich darf ganz nach hinten rein. Ach, leck mich. Boah, Alter. Also das ist echt provokant, mein Freund. Das ist provokant. Mal Futterfasslabe bitte oder Sekundenschlaf. Nee. Ich warte bis heute Abend. Boah. Ekelig, du ekelhaftes, dreckiges. Boah. Die fallen 100 pro von der Decke. Das sagst du so einfach, Fuddel. Das sagst du so einfach. Wenn man eine Spinnenphobie hat, ist das nicht so einfach. Oh, ich soll vielleicht aus der AOE raus. Wäre ein Anfang. Komm! Nee, nicht direkt am frühen Morgen. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Wo ist Kitty, wenn man ihn mehr braucht? Bah! Drecksvieh. Alter, wenn sie sich mit ihrem Arsch wackeln würden. Und so viele Beine hätten. Und so viele Augen. Und diese Geräusche machen würden. Oh. Okay, okay, okay. Was ist denn? Ich kann das Video nicht angucken. Das ist ja kontraproduktiv. Boah, Alter. Ich treffe sogar einfach daneben. Alter, stirbt doch einfach. Alter. Es ist tot. Es ist tot. Es ist tot. Es ist einfach tot. Ich will hier weg. Ich hasse es. Wir haben Druck mit jedem Nacht, aber never. Hallo, Mina. Nein, ich bin nicht ausgeschlafen. Ich habe 2 Stunden gepennt und danach ist Fuschus gefahren und danach konnte ich nicht mehr schlafen. Raus aus dem Ding. Räuber sind in das Dorf eingefallen. Das macht das ja so amüsant. Alter, was du nah. Dancing Spider. Die Itzibitzi Spider. Oh. Eieiei. Aber wer Spinnen erschaffen hat, ey. Und haben die Mauern sich die Evolution erklommen. Dabei gedacht hat. Nicht genug von uns, um sie zurückzuschlagen. Geht es euch gut? Ah, das kleine Vieh in der Kamera. Diese Banditen in den Schlamm. Mhm. Oh. Mina, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich habe gut 2 Stunden geschlafen und dann. Was für ein großes Herz vom Aquarium. Oh, das ist ein kleines. Ich glaube. 40 Liter? Passen rein? Lass uns 40 Liter sein. Das ist ein ganz kleines, was so aufs Regalbrett passt. Ich hatte mal ein größeres, da haben, glaube ich, 70 Liter reingepasst. 80 Liter Wasser. Aber die genauen Maße weiß ich tatsächlich leider nicht. Ich müsste irgendwo noch die Verpackung haben. Rein theoretisch. Wenn sie nicht schon im neuen Haus ist. Die Verpackung. Aber irgendwo habe ich sie tatsächlich noch. Die dachte sich nur, weißt du was, ich will was Knubbeliges mit 8 Beinen. Und das soll klebriges Zeug verschießen. Da wir dann schon entwickelt wurde, als die Vorstufe mussten das Spinnen sein. Das ist eine elegante Umschreibung. Aber es 5 wach, dann besser als 7 geschlafen. Ja, aber irgendwie kurz. Kurz da haben wir es 11 nochmal hingelegt. Okay.
Aber wenigstens könntest du auch ein bisschen ruhen. Auch wenn es bei dir auch nicht viel war. Also ich werde mich wahrscheinlich nach dem Stream hinhauen. Wobei, na gut, ein Telefonat muss ich zwischendurch nochmal führen. Na gut, ich muss mein Telefon erstmal aufladen. Ich muss das feste Telefon gleich mal hochbringen. Weil ich ja montags eigentlich immer mit meiner Großmutter telefoniere. Aber ich habe mir gedacht, gut, wenn ich nicht sofort den Stream anschmeiße, dann wird das nichts. Dann falle ich nach dem Gespräch wieder tot ins Bett. Von daher habe ich erst den Stream angeschmissen. Meine Großmutter gesagt, ich rufe später an. Rein theoretisch müsste ich dann noch arbeiten, also noch weiter arbeiten. Nicht streamtechnisch, aber halt. Ich soll halt was, so Geschenkkörbe halt vorbereiten. Hab ja, wie gesagt, meinen Job und soll jetzt so Geschenkkörbe vorbereiten. Hab ich mich so bereit erklärt. Und ja, muss ich mir noch ein paar Ideen machen. Mein Brainstorming ist so ein bisschen. Und Buchhaltung. Buchhaltung muss ich auch noch machen. Ich will nämlich meine Steuererklärung so schnell wie möglich dann fertig haben. Das ist nicht sicher. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann habe ich dieses Jahr meine Steuererklärung abgegeben? Ich glaube im März, April, was ich meine. Hatte ich meine schon fertig. Das war ein Krampf. Das war einfach nur ein Krampf. Und McTommy, hallöchen, wunderschönen guten Morgen dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Macht man den ESA eigentlich nur Quests oder gibt es auch andere Inhalte? Du kannst zumindest Raids laufen, meine ich. Du kannst Indies laufen, es gibt PvP. Aber das Spiel ist sehr viel auf Story ausgelegt. Gut, du kannst auch Crafting betreiben. Ich bin aber tatsächlich kein großer ESO-Profi. Ich bin, was mein Wissen angeht, leider noch sehr, sehr begrenzt. Aktiv spiele ich es jetzt erst seit einem halben Jahr wieder, ungefähr. Ja, lass es ein halbes Jahr sein, dass ich es wieder aktiv spiele. Und teste mich jetzt wieder durch die einzelnen Standardgebiete und gehe da so, also die Add-ons, Add-on für Add-on lang. Aber hauptsächlich machst du halt Quests und machst dann halt immer deine Dungeons. Kannst du viele alleine machen, du kannst aber auch viel, einiges dann halt mit den Gruppen machen. Dann gibt es so. Warte, kann ich mal zeigen. So etwas stärkere Gegner. Anführer der offenen Welt. Da gehst du am besten, oder machst du am besten auch mit Gruppen. Die sind halt schon recht heavy. Du kannst es auch alleine schaffen, wenn du recht gut bist. Ich bin's nicht. Wobei die hier hätte ich beinahe fast allein geschafft. Oder die habe ich sogar quasi allein geschafft. Dagi hat dann ein bisschen nachgeholfen. Also, ja. Das hier sind dann die Verliese, da gehst du dann halt mit einer Gruppe rein. In meinem Fall bräuchte ich jetzt ein DLC. Und ja, so sieht das halt quasi aus. Das ist halt ein offenes Verlies, da kannst du alleine rein, kannst aber auch eine Gruppe mitnehmen. Und das hier sind halt ganz normale Gewölbe. Die kannst du auch komplett easy alleine rocken. Und PvP-Gebiet ist das hier. Zum PvP kann ich dir nur leider nicht sehr viel sagen. Da habe ich bisher ein paar Quests gemacht. Einfach nur, damit ich schneller reiten kann. So, genau. Ja, natürlich. Jetzt kommt ein Anruf. Egal. Den Anruf ignoriere ich mal ganz kurz. Vor allem, weil ich... Oh, Mann, Oma. Ich hasse es, wenn meine Großmutter nicht aufs Handy guckt. Ich hasse es einfach nur. Egal. Urteilung ist so schwer. Kann man das nicht einfach ins Regal packen? Gut ist, das ist doch. Nein, Masuda, das geht nicht. Das geht nicht. Musst du leider ein bisschen mehr für machen. Leider, leider. Oh.
Das sind eigentlich diese Bücher, sind die Heiligungskosten auch? Ja. Sind sie. Es kommt auf die Art des Buches an. Danke für die Erklärung. Habe das Spiel vor ein paar Tagen geholt und habe teilweise manche Quests durchgeskippt. Im WoW hat man das auch immer gemacht. Jetzt will ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht etwas verpasst habe. Also es kommt drauf an. Wenn du einfach nur stumpf komplett spielen willst, die Gebiete sehen willst, schnell da zu deinem Champions-Rang kommen möchtest, was dann halt, ich glaube, quasi der erweiterte Skillbaum ist. Bin ich mir aber auch noch nicht so sicher, soweit war ich leider nie. Da kannst du das halt durchrushen, aber ESO liegt sehr viel Wert auf Story tatsächlich. Wenn dich die Story interessiert, würde ich sie nochmal spielen. Wenn nicht, dann kannst du ja doch einfach so... Wenn du einfach nur Inhalte laufen willst, dann kannst du brauchst du, glaube ich, die Story auch nicht unbedingt. Aber ich würde empfehlen, dir zumindest mal ein bisschen die Story anzuhören. Es gibt auch viele interessante Sidequests, die teilweise gar nicht so wirken, als wären Sidequests. Also es ist schon echt interessant. Aber dafür muss man halt auch wirklich Bock haben. Ich bin halt jemand, ich spiele sehr, sehr gern Story. Tatsächlich auch bei WoW. Da nehme ich tatsächlich auch jede Quest mit. Ich habe WoW aber nur zweimal im Stream gespielt, auf Wunsch. Das ist kein Spiel, was ich hier dauerhaft spiele, deswegen kann ich da nur von privat reden. Da lese ich tatsächlich auch meistens durch. In FF14 zum Beispiel, falls du das kennst, lese ich halt auch. Also ich bin sehr... Ja, was Story in MMO angeht, ja. Ist aber halt wirklich nur bei... Ja, bei ESO mache ich es, bei LOTRO mache ich es, bei WoW und bei FF14. Ja, aber noch andere MMOs lese ich aber tatsächlich die Story auch nicht. Da rushe ich auch einfach nur durch, weil... Da habe ich tatsächlich keinen Bock auf Story. Oder es gibt kaum eine gute in dem jeweiligen MMO. Aber falls du dich so für ein bisschen für die Lore interessierst, würde ich dir zu mir empfehlen, reinzuschauen. Ansonsten kannst du dir auch erstmal entweder hier oder bei anderen ein bisschen was von der Story angucken. Wie gesagt, ich mache hier oder versuche alle Quests zu machen. Und ja, versuche halt, dass mein Kartenfortschritt so gut wie es geht voll ist. Das hier ist halt ja quasi die Quest der Erzählung, die Hauptgeschichte des jeweiligen Gebiets. Und es gibt dann halt nochmal eine eigentliche Hauptstory, die dann halt die richtige Hauptgeschichte erzählt. Also was, wieso wir so sind, wie wir sind. Wieso wir eine Seelenlose sind. Und die das dann halt alles erklärt und dann halt auch die Geschichten von Addon zu Addon weitererzählt. Dann gibt es halt, wie gesagt, noch die Gebietsgeschichten. Das wäre dann halt hier zum Beispiel Gratwald oder Auridon, aber hier habe ich dann nur noch die Dungeon-Story. Die aber auch interessant sein können, tatsächlich. Was das hier ist, weiß ich tatsächlich bis jetzt noch nicht. Aber das hier ist zum Beispiel der eigentliche Hauptstrang vom Hauptgame, als es damals rauskam. Gibt ja mittlerweile zig Erweiterungen. Morrowind, Somerset, Elsweyr und wie sie alle heißen. Da gibt's ja, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile gibt. Die kleinen DLCs ist man noch nicht mitgerechnet. Ich höre keinen Kampflärm. Wurden die Banditen vertrieben? Und das Gute ist, es ist alles vertont. Du musst halt einfach nur das lesen, was du selbst auswählst. Was es auch nochmal ein bisschen einfacher macht. Du kannst dich halt einfach entspannt zurücklehnen und die labern dir einen Ast ins Bein. Wenn man sich, wie gesagt, für die Lore interessiert. Ich habe ihre Reihen gelichtet. Hier ist der Giftbeutel, den ihr wolltet. Dann werde ich sofort ein Gegenmittel destillieren. Da so viele von uns vergiftet sind, hätten wir die Banditen ohne eure Hilfe nie zurückschlagen können. Jemand hat absichtlich den Brunnen unserer Festung vergiftet. Die Krankheit begann am Tag des ersten Angriffs der Banditen. Sie können es also nicht gewesen sein.
Zumindest nicht direkt. Ihr solltet mit Moramat sprechen, einem der Weiber von Häuptling Duschkul. Wieso? Sie pflegt den Häuptling, seit er krank wurde. Ihr habt bewiesen, würde ich dass ja auch empfehlen. Festung also ich habe auch mehrere Chars. Seid ihr hier auch weiterhin willkommen. Aber es ist allein deswegen sinnvoll, weil du ja verschiedene Klassen werdet hast. Ihr ihre Zustimmung brauchen. Dann einfach mit einem sonst zweiten Charakter dann helfen. Vielleicht sogar eine andere Klasse, ein anderes Volk spielen und ja, eine Story spielen. Es ist mittlerweile auch nicht mehr so, weil du kannst ja am Anfang deine Allianz wählen. Es ist aber mittlerweile nicht mehr so, dass du in diese Allianz quasi gebunden, also du hast diese Allianz fest, aber du kannst trotzdem in die anderen Startgebiete reisen. Ohne Wenn und Aber. Also du kannst dir auch die Storyline der anderen Startgebiete angucken. Also jedes der drei Startgebiete hat eine andere Storyline. Die man aber alle gleichzeitig spielen kann. Oder könnte, wenn man möchte. Werde ich zum Beispiel tun. Einfach weil ich bisher außer... Nee, doch, eine Storyline fehlt mir noch. Die habe ich noch nie gespielt. Aber wir sind gerade noch bei der ersten. Bei der ersten Storyline. Du hast doch verdammt viel damit zu tun. Also, falls du noch nicht alle Addons haben solltest, die das Spiel aber zusagt, lass dir Zeit damit, du hast so viel Zeit. Das schaffst du gar nicht innerhalb. Es sei denn, du suchtest es halt wirklich durch. Aber ich zum Beispiel brauche halt Ewigkeiten, wirklich. Gut, ich lasse mich auch manchmal ablenken. Ja, ich gucke mir oft die anderen Mounts und Pets an. Ja, ich bin langsam, ich weiß. Mann. Ich werde mit Moramat sprechen. Aber ich genieße dafür. Ich genieße das Spiel in vollen Zügen. Wie mir das einfach immer noch angemarkert wird. Sprecht mit Moramat. Ist er jetzt drin oder ist er... Okay. Ihr habt euch als Blutsverwandte unserer Festung erwiesen. Mhm. Warum es eben da draußen gezeigt hat, was ich auch nicht nennen sollte, dürft ihr gerne mit eurem Handrücken antworten. Also, was braucht ihr? Scham Sumpfschwarte meinte, ich soll mit euch über den Giftmischer sprechen. Ja, er hat mich davon überzeugt, dass es nie einen Fluch gab. Ihr sollt wissen, dass ich im Namen von Häuptling Duschkul spreche, solange er krank ist. Ich bin sein Herdweib. Und ich sage, dass der Giftmischer zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wer könnte es sein? Die Krankheit brach vor dem ersten Banditenangriff aus. Niemand wird in der Festung vermisst. Der Giftmischer muss unter uns sein. Es kann keines der Opfer sein. Die Vergiftung hat unangenehme Symptome. Sehr unangenehme Symptome. Vielleicht hat der Giftmischer aber sich extra Gift eingeflößt, damit es nicht so aussieht, als wäre er es. Wäre auch eine Möglichkeit. Was schlagt ihr vor? Sprecht mit denen, die nicht davon betroffen sind. Findet heraus, wo sie in der Nacht waren, bevor die Krankheit ausbrach. Kommt mit ihren Geschichten zurück zu mir und wir filtern die Lügen aus ihnen heraus. Alles klar. So, diesmal nicht wieder einfach rausrennen. Das Gegenmittel wird bald fertig sein. Dann können wir wieder alle auf die Beine bringen. Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Wunderbar. Viel Glück wünsche ich euch. Oh, ihr wollt mich befragen. Das ist vielleicht ein wenig pedantisch, aber ich weiß gründliche Arbeit zu schätzen. Fragt ruhig, was ihr wollt. Wo wart ihr, bevor alle krank waren? Ich war im Wald und habe Kräuter für Verbände gesammelt. Und das war auch gut so. Nach den Angriffen der Banditen habe ich fast alle aufgebraucht. Könnt ihr beweisen, dass euer Gegenmittel sicher sein wird? Schaut mal, wenn ich alle hier umbringen wollen würde, hätte ich das schon im ersten Anlauf sicher hingekriegt. Bestimmt. Das ist es, was mir Gedanken macht. Wenn das Gift zum Töten gedacht gewesen wäre, hätte die Dosis höher sein müssen. Warum sollte der Giftmischer sich zurückhalten? Vielleicht hat er einen Plan... Vielleicht wollte auch einfach nur Angst machen. Stechung. Besser, ihr macht keine weiteren Scherereien. Es gibt viele Gründe.
Ah, die Heldin. Was wollt ihr? Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Es ist eine Schande für jeden Räuber, so etwas zu tun. Sie müssen während eines ihrer Angriffe Gift in den Brunnen geworfen haben. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich war im Langhaus, um Waffen zu inspizieren und zu ölen. Sehr schlecht für die Banditen, als sie angriffen. Das hat sie aber trotzdem nicht davon abgehalten, den Brunnen zu vergiften. Der Brunnen wurde schon vergiftet, bevor die Banditen angriffen. Wenn ihr das sagt, es ist so viel passiert. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Mhm. Schon ein bisschen sass. Der Klang eines Hammers auf Eisen ist wunderschön, ob im Kampf oder in der Schmiede. Aber unsere Minen produzieren Zinn. Mit Zinn kann man keinen guten Rhythmus erzeugen. Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Sobald der Häuptling wieder auf den Beinen ist, werde ich das neue Schmiedeweib. Dann werden wir ja sehen, wer hier die Befehle gibt. Nicht, dass euch das etwas angehen müsste. Nur zu, ihr könnt mich alles fragen. Ich glaube, alle sind sass. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Genau hier. Ich habe die Esse angeheizt, während mein Lehrling Botengänge für Moramat erledigte. Meint sie etwa, sie kann sie mir wegnehmen und so meine Arbeit schaden? Ha! Außerdem können Temperaturschwankungen das Metall ruinieren. Ich hatte keine Wahl. Was habt ihr getan, seit der Angriff begann? Ich habe die Verteidigung ausgebessert und Waffen und Rüstungen für die paar Krieger repariert, die noch stehen können. Habt ihr den Klang meines Hammers denn nicht gehört? Ich habe ihn auch gegen ein paar Banditen geschwungen. Banditenhelme halten keine 3 Treffer aus. Kling, kling, matsch. Schlecht verarbeitet. Diese Verteidigung haben die Banditen nicht davon abgehalten, hier hereinzukommen. Wenn ich die Festung sabotieren wollte, hätte ich die Mauern einstürzen lassen oder schlechte Klingen geschmiedet, die im Kampf zerbrechen. Aber unsere Mauern stehen noch und unsere Waffen überstehen jeden Schlag. Wollt ihr mich mit noch mehr Beleidigungen überziehen? Ich habe da nämlich noch ein bisschen Metall zu bearbeiten. Okay. Nee, du, alles easy. Alles gut. Schneidertisch.